Nach dem Riesenerfolg der ersten beiden PlayStation-Konsolen wurde die PlayStation 3 im Jahr 2005 angekündigt und erschien Ende 2006 in Japan und in den USA. In Europa wurde die Konsole erst im März 2007 veröffentlicht. Mit ihrem brandneuen Grafikchip und dem Einsatz eines überragenden Blu-ray-Disc-Laufwerks eröffnete die PlayStation 3 komplett neue Möglichkeiten für die Spieleentwickler und die Spieler selbst. In diesem Video zeigen Silent Ghost und ich euch unsere Top 5 der PlayStation 3 Games von damals und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Kommen wir nun zu meinem Platz Nummer 5 in meiner Liste Top 5 PS3 Spiele. Ein Spiel von Ubisoft damals. Das Spiel kam 2008 raus. Und ja, wer die Serie gesehen hat, sieht hier auch schon, um welches Spiel es sich handelt. Es ist Lost. Ja, gleichnamige Serie Lost. Vielleicht hat es ja der eine oder andere gesehen. Ja, wer es nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Also es ist bei mir auf jeden Fall neben The Walking Dead und Breaking Bad einer meiner Lieblingsserien, Lost. Und ja, da kam halt damals auch das Spiel für die PS3 raus und habe ich mir natürlich direkt als Fan von Lost geholt und dementsprechend auch gespielt. Und ich fand es halt schon recht nice. Es hätte natürlich hier und da ein bisschen besser sein können, ganz klar. Aber sie haben es relativ gut umgesetzt. Ja, man sieht es hier auch da. Man hatte diesen Flugzeugabsturz mit dem Flug 815. Und alle Charaktere hatten eine gewisse Verbindung, auch wenn sie es nicht wussten. Tatsächlich. Ja, das hat das Ganze schon relativ interessant gemacht. Auch die mysteriösen Zahlen auf dieser mysteriösen Insel, wo sie da abgestürzt sind, wie sie später als recht mysteriös herausstellt tatsächlich. Mit den ganzen Stationen hier haben wir gerade eine gesehen, ja, die Luke, wie sie es genannt haben. Ja, da musste man Zahlen eingeben, 4, 8, 15, 16, 23, 42 und einer der Passagiere hat mit diesen Zahlen tatsächlich mal Lotto gespielt und jede Menge Kohle gewonnen und ja. Sie haben es halt recht gut umgesetzt. Man ist auch im Spiel, wie gesagt, mit dem Flugzeug abgestürzt. Es gab auch immer diese Hintergrundeinblicke, also was war vor dem Absturz. Daraus hatte man immer so ein bisschen erkannt, okay, da ist die Verbindung zwischen den zwei Leuten, ja, oder drei manchmal auch, wie auch immer. Und ja, fand es, wie gesagt, recht nice. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin auch halt ja Fan von der Serie, fand ich mega, mega nice. Und deswegen bei mir hier auf jeden Fall Platz Nummer 5. Bei mir auf Platz 5 ist ein Spiel, welches damals, als es rauskam, ziemlich heftig von der Presse zerrissen wurde. Und zwar handelt es sich dabei um Splatterhouse. Das ist ein Reboot zum gleichnamigen Original, welches 1988 erschienen ist. Es gab damals drei Teile. Und ja, da haben wir es hier. 2010er Splatterhouse. Die Presse meinte, es wäre repetitiv und die Steuerung wäre scheiße. Ja, stimmt beides. Man muss immer das Gleiche machen. Monster oder andere Viecher töten. Ja, aber in FIFA müsst ihr auch die ganze Zeit nur Fußball spielen, also das ist ja auch repetitiv, würde ich sagen. Und deswegen hat mir das Spiel auch trotzdem gefallen, scheiß auf die Presse, ich fand's cool. Der Soundtrack war geil, das war Metal-Musik, ich bin jetzt kein Fan von Metal, aber ich fand's trotzdem ziemlich cool, nice auf jeden Fall. Und wie in Streets of Rage oder Golden Axe konntet ihr Waffen vom Boden aufheben, irgendwelche ja, Rohre oder so, dann konntet ihr die Gegner damit schlagen, dann konntet ihr Fässer auf sie werfen etc. Also Streets of Rage, Golden Axe, Double Dragon Style in 3D und teilweise konnte man auch die 2D-Variante spielen da. Ja, es war auch ziemlich komisch, aber eine Hommage an die alten Teile, die man übrigens da auch freischalten konnte. Also ich fand das Spiel einfach ziemlich cool, hab's lange gespielt und scheiß auf die Presse. Bei mir landet es auf Platz 5, egal was die anderen sagen. Ja, Leute, kommen wir nun zu Platz Nummer 4 in meiner Liste. Ein Spiel, das 2010 rauskam. Man sieht es hier auch von Sony. Sony war der Publisher und der Entwickler war hier Quantic Dreams, glaube ich. Ja, genau. Quantic Dreams. Und es handelt sich dabei um das Spiel Heavy Rain. Ja, hat mich damals recht
in den Bann gezogen, tatsächlich, muss ich sagen. War ein super, super geiles Game an sich. Ja, hier haben wir den Protagonisten, Ethan hieß der, mit seinem Sohn, der hieß, glaube ich, Sean, und dieser Sohn wurde entführt vom Origami-Killer. Ne? Man konnte in dem Spiel mit vier verschiedenen Charakteren spielen. Wir hatten halt, wie gesagt, hier die Dame, die wir gerade gesehen haben. Da weiß ich leider den Namen nicht mehr. Dann haben wir den FBI-Agent. Da wusste ich den Namen auch mal. Jaden. Jaden hieß der, glaube ich. Dann gab es den Detektiv Shelby. Und ich glaube, das war auch am Ende, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, tatsächlich der Origami-Killer. Denn ich glaube, sein Bruder, was glaube ich, ist damals auch von diesem Origami-Killer irgendwie entführt worden oder so. So irgendwie war das, glaube ich. Und seitdem hat er sich da so mit beschäftigt. Ja, die Frau wollte eben dem Ethan, glaube ich, auch helfen, den Sohn wiederzufinden. Und es gab tatsächlich, glaube ich, über 17 Enden bei diesem Spiel. Man konnte natürlich auch gewisse Entscheidungen treffen im Spiel, und je nachdem, welche Entscheidungen man traf, ja, hat es ein ganz anderes Ende, ein ganz anderer Verlauf genommen. Wie gesagt, ich glaube, für die Platin brauchte man wirklich 17 verschiedene Enden. Und ja, also da hat es auf jeden Fall einen recht guten Wiederspielwert gehabt. Ja, war viel mit Quicktime-Events. Ja. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich persönlich fand es richtig, richtig nice. Ich glaube, später kam es auch noch für PS4, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da gab es auch, glaube ich, immer dieses Bundle mit Beyond Two Souls, auch ein sehr interessantes Spiel. Fand ich auch sehr nice. Und von daher bei mir hier Heavy Rain auf Platz Nummer 4. Also, ich habe mich beim vierten Platz für Dead Space entschieden, weil ich das Spiel damals bekommen habe, als ich 14 Jahre alt war. Und die Atmosphäre hat mich direkt umgehauen. Ich habe den Film Event Horizon damals geguckt und hatte ein bisschen Schiss dort. Und Dead Space war genau das Gleiche. Also, es war perfekt. Es war echt das gleiche Gefühl wie im Film. Du bist da in einer Raumstation, die verlassen ist, und du hast keine Ahnung, was da abgeht. Also Aliens, ja, klar, wusstest du, steht auf der Packung drauf. Aber du hast ja in den ersten Minuten nur was gehört und nichts gesehen. Und ich finde, es ist schlimmer, wenn man etwas nicht sieht, dann hat man noch mehr Angst. Wenn ich etwas sehe, dann, okay, dann kann ich noch reagieren, aber ich höre etwas, boah, gucke ich nach links, gucke ich nach rechts, was ist da? Nix. Und dann plötzlich kommt da so ein Alien und du hast nur so ein Cutter. Und musst ihm dann die Gliedmaßen abschießen, damit er entweder dich nicht schlagen kann oder entweder nicht mehr laufen kann. Und ich fand das einfach dermaßen geil. Und was ganz Neues war in dem Spiel ja auch, dass es kein HUD gibt. Also keine Lebensanzeige oben und unten irgendwelche Optionsscheiße oder sowas, Symbole. Nein, alles war in dem Anzug hinten dran. Und das war einfach das Geile an dem Spiel. Natürlich war das Geile an dem Spiel nicht nur das hier, sondern komplett das Ganze. Die Story, alles war geil. Die Musik, dieses Twinkle, Twinkle, Little Stars, auch im Trailer, ihr müsst euch das mal anschauen, ist einfach nur der Hammer. Also Leute, wenn ihr Dead Space 1, 2 und 3 noch nicht gespielt habt, dann holt es auf jeden Fall nach. Also Dead Space 1 bei mir auf Platz 4. Kommen wir nun zu meinem Platz Nummer 3. Ein Spiel von Electronic Arts. Ihr habt gerade das Zeichen gesehen. Es handelt sich um das Spiel Dantes Inferno. Ja, das Spiel kam auch, ich glaube, 2010 raus wie Heavy Rain, ja, was wir eben hatten. Ja, wie gesagt, bei mir hier auf Platz Nummer 3 Dantes Inferno. Das, ja, wie soll ich sagen, das God of War. Die God of War Jesus Edition, kann man so sagen. Ja, das Spiel ähnelt tatsächlich sehr God of War. Ich glaube, die Entwickler haben damals auch versucht, an God of War ranzukommen oder das sogar besser zu machen. Ist ihnen nicht gelungen. Also God of War bleibt natürlich oberste Spitze. Aber so vom Schema her, ja, war es halt tatsächlich wie God of War, und von daher hat es mir recht gut gefallen. Ja, wie gesagt, die Jesus-Edition, ja, der hatte da irgendwie ein Kreuz. Ich glaube, mit dem Kreuz konnte man auch irgendwie interagieren, so gegen Gegner. Und dann hat er diese Riesensense.
Es gab normale Gegner, es gab natürlich zwischendurch Bossfights, ja, genau wie bei God of War auch. Ja, Dante war da irgendwie so ein Kreuzritter, was glaube ich. Und der da die neuen Höllenpforten da durchqueren muss, keine Ahnung. Ist halt schon verdammt lange her. Die Platin war damals sogar recht easy, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, zwei Spieldurchgänge reichen. Man musste einmal, ich glaube, es gab zwei Wege, einmal gut, einmal böse, so irgendwie war das, glaube ich. Die musste man absolvieren und ja, hier sehen wir gerade ein bisschen Kampf. Ja. Wie gesagt, es erinnert halt schon, ne, auch um die Leiste, ne, die Energieleiste, erinnert schon stark an God of War. Wie gesagt, sie wollten wirklich an God of War halt rankommen, aber ja, das ist natürlich nicht gelungen. Dennoch, trotzdem ein gutes Spiel, also sie haben das recht gut gemacht. Hat auf jeden Fall richtig, richtig Bock gemacht. Und als Fan von God of War natürlich, ja, habe ich es mir geholt, für gut empfunden. Und von daher bei mir hier auf Platz Nummer 3. Ja, Leute, bei Platz 3 musste ich lange überlegen, habe mich aber dann für Red Dead Redemption entschieden, weil das Spiel damals für mich auch ziemlich geil war. Ich war ja so Cowboy-Fan auch als Kind. Und Red Dead Redemption oder Red Dead Revolver, der Vorgänger, das waren einfach so Spiele, die ich auch gern gespielt habe. Auch Red Dead Redemption 2, also ich finde die Atmosphäre in diesen Spielen einfach richtig geil. Und man hat auch eine gewisse Freiheit, dann kann man einfach mal ein Outlaw spielen und so. Und diese ganzen Quests, also die Grafik von Red Dead Redemption 1 damals war auch ziemlich grandios, würde ich sagen. Ja, für heutige Verhältnisse nicht mehr so. Nicht mal das Remake hat eine geile Grafik. Aber damals war es einfach geil und ich fand es auch cool, mit dem Pferd da rumzureiten und dann einfach mal irgendwelche Tiere oder Menschen zu erschießen und so. Das war einfach ziemlich cool. Also so Outlaw-Style-mäßig. Und ja, deswegen Red Dead Redemption auf Platz Nummer 3. Kommen wir nun zu meinem Platz Nummer 2. Ein Spiel von 2007, ein Exklusivtitel von Sony. Das war nämlich der Publisher. Entwickler waren Naughty Dog. Und raus kam dabei Uncharted. Ja. Drake's Fortune hieß es, glaube ich. Ja, ein sehr, 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 sehr schönes Spiel von Naughty Dog. Fand ich recht nice. Hatte ein bisschen was von Indiana Jones, ja, der Schatzjäger. Und ja, hier Nathan Drake, ja, das war natürlich der Protagonist. Musste die Gebiete durchstreifen im Dschungel. Man sieht es hier ein bisschen. Um den Schatz Eldorado, ja, um die goldene Stadt zu finden. Er war ein Schatzjäger. Und man konnte auch wirklich viele, viele Schätze im Verlauf des Spiels finden. Wenn man Platin haben wollte, musste man natürlich alle finden. Ich glaube, es waren 100 oder was, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, es war an manchen Stellen recht actionreich. Es ging teilweise ab mit vielen Gegnern. Und manchmal war es recht ruhig. Ja, konnte man schön entspannt hier durch den Dschungel streifen. Alles schön absuchen. Die Schätze waren natürlich immer recht gut. Ja, versteckt. Mittlerweile, ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, es gibt 5 Teile mit, ja, 5 müssten es sein. Ich glaube, 4 mit Nathan und dann noch das The Lost Legacy, ja, mit der Frau. Und ja, ich fand die alle sehr, sehr nice. Und ja, wunderschönes Spiel. Ach, Sounds, Musik, ja, die Grafik, das war noch PS3 und sie war schon verdammt gut. Ne? Das muss man schon sagen, wenn man dann mal, ja, heute sehen die Spiele natürlich wunderschön aus von Naughty Dog. Also ich finde, ja, grafisch und so machen die richtig, richtig gute Sachen und auf jeden Fall empfehlenswert die ganze Reihe von meiner Seite her und deswegen bei mir hier auch ganz klar auf Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 2 ist bei mir definitiv Bioshock. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, ist mir die Atmosphäre direkt voll in den Kopf gestiegen. Mein Gott, das war endlich mal was Neues. Eine Unterwasserwelt mit so einer freaky Stadt, die zerstört ist, oder teilweise. Und da laufen so komische Kreaturen rum. Dann diese ganzen großen Big Daddies, die Little Sisters, die du retten oder ernten kannst. Dann hast du diese krassen, geilen Waffen, die auch das Gefühl geben, dass die auch was bewirken. Und dann diese Biomods natürlich, wo du Elektrizität, Feuer und Telekinese nochmal hast. Alter, wow. Bioshock hat mich richtig umgehauen, als es rausgekommen ist. Das war ungefähr so ein Gefühl wie die Jahre zuvor bei Half-Life 2 oder Half-Life 1. Sorry. Und ja,
Bioshock 1, auf jeden Fall einer der Top-Titel, die man auch gespielt haben muss als Gamer, so wie Bioshock 2 und Bioshock Infinite. Alle drei von dieser Serie sind auf jeden Fall wert zu spielen und ihr könnt euch auf PS4 oder auf Xbox One diese Bioshock Collection holen, da habt ihr sie noch in besserer Grafik, holt es auf jeden Fall nach. Also Bioshock bei mir auf Platz 2. Kommen wir nun zu Platz Number 1, liebe Leute. Wieder ein Spiel von Naughty Dog, die Entwickler, Publisher, Sony und somit Exklusivtitel The Last of Us. Ja, ein Spiel, das 2013 auf der PlayStation erschien und es hat einfach alles getoppt. Ja, also Naughty Dog hat sich da selbst übertroffen, meiner Meinung nach. Das Spiel kam damals, wie gesagt, für die PS3 raus. Es sah optisch mega, mega geil aus, ja, für PS3. Die Story war der absolute Hammer. Und das war das erste Spiel, wo ich wirklich zu Tränen gerührt war. Also was heißt zu Tränen gerührt, wo mir die Tränen gekommen sind? Schon direkt in der ersten Stunde, ja, als die Tochter von Joel starb. Ja, das ging mir relativ nah. Ja, gerade wenn man selbst Vater ist, war eine sehr, sehr traurige Szene. Und ja, wie gesagt, also dann brach da die Pilzseuche aus, ja, also alles war hier verpilzt und gab verschiedene Gegnerarten, ja, die Runner, die Klicker, Bloater und der ganze Kram. Also das war schon sehr, sehr nice. Das war mal was anderes wie normale Zombies, wie man es eigentlich kennt. Zum Beispiel Resident Evil, ja, war hier was ganz Neues und ja, nach dem Tod brach, also währenddessen brach die Seuche halt aus, diese Pilzseuche, während seine Tochter gestorben ist und ja, war dann später so eine Art Bote, mehr oder weniger, hat hier und da ein bisschen Ware geliefert und bekam dann irgendwann ein junges Mädchen, die Ellie, die natürlich von dem, ja, von der Pilzseuche ja, immun ist, ne? Und nur mit ihr kann man halt dieses Gegenmittel herstellen und ja, so begann die Reise. Ja, am Anfang, ja, sah Joel in Ellie eigentlich nur, ja, eine Frachtware, muss ich abliefern, aber es entwickelte sich eine ziemlich gute Beziehung daraus, eine Wahnsinnsfreundschaft und auch so ein bisschen Vater-Tochter nochmal, kann man sagen, ne? Und Joel würde sein eigenes Leben geben, um Ellie zu retten. Und was sich da so im Laufe der Geschichte so alles entwickelt hat, ist schon mega, mega krass. Natürlich auch der zweite Teil sehr, sehr krass gemacht, auf jeden Fall, mit dem Tod von Joel. Da hat, glaube ich, damals niemand mit gerechnet. Viele waren natürlich sehr abgefuckt deswegen. Aber im Großen und Ganzen eins der schönsten und besten Spiele für mich, die es auf der PlayStation je gab. Und von daher ganz verdient bei mir auf Platz Number 1. Kommen wir nun zu meinem letzten Platz und das ist Mortal Kombat 9 aus dem Jahr 2011. Es ist ein Reboot von Mortal Kombat 1, 2 und 3 und deswegen haben wir auch alle Kämpfer aus diesen drei Teilen. Und wir haben auch neue Kämpfer, Gastcharaktere wie Freddy und Kratos, der PS3 exklusiv war. Und es gab zum ersten Mal in der Mortal Kombat Geschichte ein DLC. Und zwar kamen dann noch Kämpfer wie Kenshi, Rain und Scarlet hinzu. Und wir hatten etliche Modi, mit denen wir spielen konnten. Also nicht nur den Standard Arcade-Modus oder Versus, sondern wir konnten auch Türme spielen. Und wir hatten die Krypta und was weiß ich, was alles noch. Gut, gab es vorher auch schon die Krypta zum Beispiel und einen Adventure-Modus. Aber trotzdem war das ein ziemlich cooles Game mit viel Abwechslung. Und wir hatten Babalities, Friendships und natürlich die Fatalities. Animalities waren leider nicht mehr dabei, macht aber nichts. Trotzdem war das Spiel richtig cool und eins der besten Mortal Kombat Spiele, die je produziert wurden. Also Mortal Kombat 9 landet bei mir auf jeden Fall auf Platz Numero 1. Ja Leute, und das war's auch leider schon mit den Top 5 PS3 Spielen von Silent Ghost und von mir. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsspiele sind. Und schaut gerne auch bei Silent Ghost vorbei. Er hat das gleiche Video gemacht, natürlich, logischerweise in Zusammenarbeit mit mir. Und er hat ein anderes Intro, anderes Outro. Lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen. Er macht auch sonst ziemlich gute Videos. Also riskiert mal einen kleinen Blick. Und wenn es euch gefällt, lasst auch dort ein Abo da. Also Leute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis bald. Bye, bye.